Willkommen zurück hier zu Paper Mario. Wir sind hier auf dem Geisterschiff von Cortez und wir wollen mal gucken, ob er uns freiwillig das schöne, formschöne Sternjuwel rausrückt. Oder aber nicht. So, hinein geht's. Boah, da haben wir ja alles voller Gold. Boah, bleibt fern von meinem... Hohoho. Ui. Und da erscheint er. Ah, endlich wieder sprechen wie ein normaler Pirat. Bleib fern. Nein, hau ab beim Kabautermann. Landratte, ich raube mir einen Schatz zusammen und du willst ihn mir stehlen? Ah, oder, du wagst es? Das hier ist mein Revier, verstanden? Oder willst du das nicht kapieren? Pass auf, ich mach dich zu Fischmehl, du. Bist du bereit? Liebe Leute, der fünfte große Bosskampf beginnt. Gegen Cortez. Und die Framerate, sie hakelt wieder erstaunlich. Ich freue mich schon so extrem, wenn ich endlich mal von der Konsole aufnehmen kann. Das ist um einiges angenehmer und wird dann nicht so hakelig ablaufen. Okay, wir greifen mal an. Wir greifen mal den Knochenhaufen an. Schluck das. Boah, ist das doof, so zu kämpfen. Fast unmöglich. Mit 25 Frames. Nicht schön. Okay. Angriff. So, wir treffen. Jetzt heißt es aufpassen. Okay. Die Verteidigung klappt. Trotz der hakeligen Framerate. Okay. Weiter heißt es Angriff. Boah, ist das doof. Ist ja alles ungefähr jetzt doppelt so langsam. Wie ohnehin schon. Okay, nächster Angriff auf jeden Fall. Huch, das war doch richtig. Tja, okay, anscheinend war es doch nicht richtig. Dann nicht. Okay. Der macht schon recht ordentlichen Schaden auf jeden Fall. Schluck das du Cortez und dann stirb nochmal im Nu. Was passiert? Er zerfällt. Ist er besiegt? Der Vorhang zieht sich zu. Wow. Was passiert denn da jetzt? Okay. Er hat seine Form geändert auf jeden Fall. Und auch die Framerate steigt ein bisschen an. Was für ein Glück! Er ist vereist! Okay. Das heißt, wir dürfen einige Runden angreifen. Ungestört. Und jetzt werden wir hoffentlich den korrekten Knopf drücken. Tun wir auch. Was passiert? Wow! Seine Angriffskraft wird erhöht. Ach du Schreck, ach du Schreck.
Und kaum sage ich es, schon wird die Framerate wieder bedeutend niedriger. Manometer, ist das blöd. Okay. Nächster Angriff, nächster Treffer. So, und ihr merkt schon, auch an der Hake liegen. Wow, Hilfe! Okay, er trifft nicht. So, wir greifen nichtsdestotrotz weiter an. Obwohl ich auch glaube, dass der PC wieder mal rumarbeitet. Sodass es hier noch sehr, sehr hakelig vorangeht. Das ist schon extrem. Wow, haben wir es geschafft? Momentchen mal. Jetzt erheben sich hier die Schwerter. Wow. Was ist das? Jetzt sind wir hier alle zu Eis geworden. Okay, die Framerate fängt sich jetzt auf jeden Fall. Man mag es kaum glauben. Okay. Auf jeden Fall kann er jetzt quasi viermal angreifen, wenn er will. Das ist dann eher doof. Okay. Wir springen direkt mal auf Cortez' Kopf. Und sie kann mal angreifen mit dem Feuerzauber. Zum ersten Mal. Okay. Für jeden 4 Schaden. Okay, das läuft schon mal ganz gut hier. Können wir auch Papa angreifen? Können wir nicht, okay. Also springen wir. Obwohl, dann können wir es anders machen. Wir nehmen mal einen Honigsirup. Um unsere Blütenpunkte wieder einigermaßen aufzufrischen. Und sie greift an. Ach, wie schön. Wir haben einigermaßen Frame Rate. Ja, da freuen wir uns. Au, 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 der gewinnt noch. Da hilft wohl nur. Und jetzt kommt die Cortez-Spezialattacke. Hüte dich vor meinem Zorn. Wow. Was macht denn der jetzt? Der heilt sich. Der ist ja genauso wie Logard. Boah, wie scheiße. Das ist echt auf jeden Fall extrem mies. Okay. Na egal. Huch, verdammt, das war jetzt nicht gewollt. Okay. 5 Schaden für alle. Und in dem Kampf ist wirklich der Feuerzauber sehr wichtig, weil sonst hat man so gut wie verloren. Wenn er mit 5-mal angreift mit den ganzen Schwertern und sonstigen, das wäre unschön. Und ich glaube, wir brauchen einen Walker's Kick gleich. Das ist, glaube ich, unabdingbar. Verdammt. Das war ein Treffer. Und schon wieder erhebt er seine Waffen uns gegenüber. Hm. Gut, wir machen mal Folgendes und nehmen... Na, wohl noch nicht, erst gleich. Momentchen mal. Was wir auch mal tun können... Den Power Ring einsetzen. So, liebe Leute, schluckt das.
ihr Cortez Monster Wiesen irgendwas. Okay, ist nun nicht so ganz berauschender Schaden, aber immerhin. Schluck das! Okay. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Oh ja, wir haben es geschafft. 31 Sternpunkte. Und wir haben noch ein Level Up dazu. Ja, da freuen wir uns. Wir freuen uns ja sogar sehr dolle. So, wir heben mal die Ohrenpunkte an. Oder? Oder Blütenpunkte erstmal. Nee, die Ohrenpunkte. Wir haben es geschafft. Nein! Mein Schatz! Mein Schatz. Ja, da wird der ganz klein laut. Der Cortez. Also. Was? Hey. Ich bin ja noch da. Zum ewigen Leben verflucht. Weil ich meinen Schatz so liebe und die Menschen hasse. Und wenn ich besiegt werde, ha, ich bin ja schon tot. Ich liebe meinen Schatz. Habe nur keine Lust mehr, ihn dauernd zu bewachen. Labalabalaba. Was? Du bist gar nicht hinter dem Schatz her? Nein, natürlich nicht. Aber wieso bist du dann extra bis hierher? Labalabalaba. Was? Das ist alles, was du willst? Oh yeah. Bloß diesen lausigen Stein? Ist das dein Ernst? Absolut. Aha, aha. Gut, dann sollst du den Stein haben. Kein Problem. Ein Juwel mehr oder weniger, was macht da schon aus? Besonders hübsch finde ich ihn auch nicht. Wie schön, wir erhalten diesen azurblauen Sternjuwel. Ja, da freuen wir uns ja sehr dolle. Du erhältst ein Sternjuwel. Unsere Sternkraft beträgt jetzt 6. Mario lernt die Sternattacke super fit. Holdrieu. Kapitel Ende. Und der Vorhang fällt. So besiegte Mario den Schrecken der Meere, den Piratenkönig Cortez. Mit dem Sieg über den Piratenkönig erhielt Mario das 5. Sternjuwel. Cortez aber wird sich in Zukunft wohl von vorbeifahrenden Schiffen fernhalten. Die Frage ist nur, wie unsere Freunde von der Insel fliehen können. Und dann gab es da noch eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen sollte. Was denn für eine Kleinigkeit? Gute Frage, nächste Frage. Also gut, du hast, was du brauchst. Mach, dass du wegkommst. Machen wir das mal. Okay. Es ist unglaublich, wir sind wirklich am Ziel. Wir haben den Schatz des Piratenkönig Cortez entdeckt. Wow, und da waren wir unsanft entfernt. Hopp. Zurück. Okay, wir brauchen nochmal ganz kurz unseren Yoshi zur Hilfe. Rüber. Gut, wo ist denn hier der Typ, der hier noch war vorher? Sehr merkwürdig. Was? Was war dieses Beben? Bist du in Ordnung? Labalabalaba.
Unglaublich, du hast Cortez besiegt? Was bist du eigentlich? Hey, quatsch dir nicht rum. Wenn ihr zu viel Zeit habt, sucht doch nach einem Weg, wie wir hier herauskommen. Bei dem Beben von eben sind in dem Fels ein paar Risse entstanden. Man kann spüren, dass Wind durch die Risse weht. Wenn wir den Felsen sprengen, können wir vielleicht... Naja, du weißt schon, oder? Was? Ist das wahr? Aber wie sollen wir einen so harten Felsen zerstören? Tja. Da lasst Mario mal machen. Denn Mario ist gut. Und Bartomb auch. Bam. Und da entsteht ein riesiges Loch. Siehst du? Ich habe es doch gleich gesagt. Also, ich gehe dann mal. Mein Gott, wir sind so ein toller Held. Also Leute, Schluss mit dem Höhlenleben. Und da gehen sie. Diese Höhle ist mir viel zu kalt und dunkel. Los, Romanzo, an die Sonne. Die Palmina. Ganz eine feine. Und da gehen die Tots in Freiheit und sagen nicht mal Danke. Manometer. Du hast uns gerettet. Wir werden dich niemals vergessen. Also, nichts wie weg von hier. Na gut. So eine halbe Danksagung war das dann doch noch. Okay. Doch nur wie wegkommen? Wir haben kein Schiff. Ich will hier vorbei. Geht doch. Und da ist... wer ist denn der noch? Ah, ahoi Mario. Gut, dass du wieder da bist. Und, hast du den Schatz gefunden? Na sag schon. Labalabalaba. Was? Du hast den Piratenkönig besiegt, als er seinen Schatz verteidigen wollte? Und dann hast du ihm den Schatz gelassen, weil er dir leid tat? Ja, Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber du, mein Bruder. Bruderherz, was machst du denn hier? Also ich wollte dich sehen und bin ganz einfach in See gestochen. Aber Geister haben unser Schiff versenkt. Gut, dich zu sehen, Bruder. Was? Versenkt? Dann seid ihr also auch auf der Insel gestrandet? Kann man so sagen, ja? Wow. Was passiert hier? Hilfe? Was? Was war das? Das ist eine gute Frage. Wow. Kanonenkugeln? Das ist unschön. Aber von wem kommen diese Kugeln? Momentchen mal. Seht da, was zum Klabautermann ist denn das jetzt? Nein. Ein weiteres Piratenschiff oder so? Entschuldigung, Moment. Ja, hahaha. Hahaha. Momentchen mal, den kennen wir doch. Entschuldigung, ich wollte euch nicht... Moment, was für ein blöder Spruch. Jedenfalls danke, dass ihr das Sternjuwel besorgt habt. Bravo, gut gemacht. Hey, das ist doch der Brüllentyp aus unserer Mannschaft. Tatsächlich, das Vierauge. Was macht der Kerl denn hier auf dem Schiff da? Hey, Vierauge, das ist gefährlich, wo du da stehst. Komm besser runter. Tja, ich glaube, der will gar nicht runterkommen. Was? Zeigt gefälligst etwas mehr Respekt, ihr Wichte. Hört gut zu, ihr Strandgut. Der bebrillte Matrose, das war nur ein Trick. Mein wahrer Name ist... Was für ein Zufall.
Ja, hahaha. Oberst Kruzillus, da staunt ihr, was? Ich war es, der Mario hierher geführt hat, damit er das Sternewehr besorgen kann. Und du, Mario, her mit dem Sternewehr. Du weißt, was passiert, wenn du meinem Befehl nicht folgst. Ich will's gar nicht wissen. Feuer, los, Feuer! Bumm und Feuer! Zu Hilfe, ein Verrat! Vierauge ist ein Seeräuber! Warum tut ihr nichts, Leute? Irgendwer muss diesen Piraten stoppen, sofort! Wir sind Matrosen, Corsario! Ohne Schiff sind wir nur ein Haufen trauriger Gestalten! Das ist es! Das ist der Plan! Wir haben ein Schiff! Ein ganz exzellentes Schiff! Mario, los! Bring mich zu Piratenkönig Cortez! Die Legende sagt, auf der Insel ist noch ein Schiff, Cortez Piratengaleone. Wenn die Legende wahr ist, dann muss das Schiff hier irgendwo zu finden sein. Was, Corsario, das ist Wahnsinn. Wir reden hier von Cortez, dem König der Piraten und Herrn der Meere. Glaubst du, der verleiht so einfach das Schiff? Hey, ich bin zwar ein Feigling und Jammerlappen, aber ich bin hier der Anführer. Und deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, werden sie uns erledigen. Uns bleibt nur der Kampf. Keine Widerrede, klar? Ich, Corsario, werde mit Cortez verhandeln. Also los, Mario. Bring mich dahin. Machen wir das mal. Wir bringen Cortez. Quatsch, wir bringen Corsario nach Cortez. Manometer. Das wird spannend. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden die Verhandlungen beginnen. Und bis dahin, macht's gut.